Sorry, tut mir leid, jetzt ist es eine halbe Stunde geworden. Ja, was kann ich mehr sagen? Bin heute Nacht um 12:30 aus Manchester zurückgekommen. Heute Morgen hieß es dann, ja, ich soll eine Demo für die Firma Winglow machen, die mit uns ein Projekt machen will. Und das zwischen zwei Vorlesungen, es geht einfach nicht anders, sorry. Ja. Und dann kommt natürlich noch dazu, ja, sehen Sie, das ist das, was ich den Winglow-Leuten gerade erzählt habe, aber da können wir schnell umschalten. Hier, da sind wir eher. Wobei, da müssen wir noch ein bisschen zurück. Ja, das hatten wir schon, Public Key Infrastruktur. Ich glaube, da waren wir irgendwo stehen geblieben. Trust Center haben wir auch schon gehabt. Zeitstempel auch. Zertifikatshierarchie. Genau, da steigen wir wieder ein heute. Okay, jetzt lassen Sie mich nur drei Worte sagen zu heute Nacht um 12:30. Ich war von Freitagabend bis eben gestern Abend in Manchester auf der Turing Centenary Konferenz. Ja. Hier, da sehen Sie ja das Bild vom guten Herrn Turing in seiner Jugend. Ja. Unser aller Vorbild und ich habe jetzt noch mehr Respekt vor dem Mann als vorher schon. Dieser Mann war ein Universalgenie. Ja. Er hat die Turing-Maschine entwickelt. Ja. Das heißt, die Theorie von dem, was hier auf jedem Schreibtisch steht heute, hat dieser Mann entwickelt, als man noch keine Chance hatte, je irgendwelche Hardware zu bauen. Ja. In den 1930er Jahren hat er die Theorie entwickelt. Und zwar, er hat damals, ohne dass es jemals einen Computer gab, hat er schon bewiesen, was Computer je können könnten und was sie nicht können, vor allem, wo die Grenzen sind. Er hat den Beweis für das Halteproblem geliefert. Ja? Er hat gezeigt, was Turing-Maschinen können und was sie nicht können. Ich meine, das ist ohne weiteres vergleichbar mit Einstein, wenn nicht sogar noch mehr wert. Ja? Er hat in der Kryptographie, hier, Datensicherheit, der Turing hat maßgeblich diesen Kolossus entwickelt. Erinnern Sie sich noch an das Enigma-Kapitel? Turing war beteiligt am Knacken der Enigma und gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg wurde ein Computer gebaut. Ich habe Ihnen ein Bild gezeigt von dieser riesen Maschine mit Lochkartenstreifen und so. Diese Maschine hat der Turing entwickelt, zusammen mit anderen natürlich, um die Enigma zu knacken. Also völlig anderes Gebiet, war der aus seiner Zeit meilenweit voraus. Klar, er hat seinen Computer angewendet, aber er hat auch Kryptographie gemacht und Kryptoanalyse. Also nicht nur die Hardware entwickelt, sondern auch die Software, die Algorithmik, alles entwickelt. Und dann noch ein weiteres Gebiet, und das wusste ich gar nicht, der hat auch noch Morphogenetik gemacht. Das ist quasi in der Biologie, wie entwickeln sich Objekte und Strukturen. Ja? Und er hat, und das war aus seiner Zeit um Jahrzehnte voraus, er hat eine Differentialgleichung hingeschrieben für zweidimensionale Mustergenerierung. Und das sehen wir ja in der Pflanzen- und Tierwelt andauernd. Schauen Sie mal Blumen an oder Schmetterlinge oder auch andere Tiere. Und der Turing hat eine Differentialgleichung aufgestellt für das Muster, das die schwarz-weiß gescheckten Kühe im Allgäu haben. Ja? Ich meine, es ist ja interessant, die haben alle irgendwie ein ähnliches Muster, aber keine zwei Kühe sind gleich. Ja? Und das kann man durch relativ einfache zweigekoppelte Differentialgleichungen, wenn man die Parameter entsprechend setzt und wenn man die Parameter anders setzt, dann wird ein Zebra draus und so weiter. Ja? Und wenn Sie das überlegen, das hat der 1950 etwa gemacht. Ja? Wenn man das ein bisschen weiter denkt, wenn da jetzt drei Parameter in der Differentialgleichung drin sind, das sind drei Zahlen, die bestimmen, welches Muster kommt raus. Naja, das sind drei Gene in unserer DNA. Drei Gene in unserer DNA bestimmen, wie das Farbmuster auf der Haut aussieht und vielleicht drei andere Gene bestimmen, wie viele Finger jemand hat und so weiter. Ja. Da war ein Vortrag, heute können die natürlich viel mehr, heute können die schon quasi diese Differentialgleichungsgenetik von einfachen
so wurmartige Objekte, ich glaube mehr sind die, das ist quasi wie so ein Schlauch, so ein Wurm, und am Ende zerteilt sich dieser Schlauch dann in viele Tentakel. Ja? Und dieses quasi Generieren von mehreren Tentakeln, das können die heute auch schon per Differentialgleichung beschreiben. Ja? Und das geht alles auf den Turing zurück und dann natürlich viel Diskussion über KI und Turing-Test und so weiter. War echt faszinierend. Sorry, dass ich jetzt noch mehr verzögert habe, und umso mehr kommen wir natürlich hier jetzt ein bisschen in Zeitdruck. Wir müssen einfach ein bisschen überziehen heute. Ja. Wie ist denn das, die Pause um 11.15 Uhr? Wie viel Pause haben Sie denn? Wie viel bringen Sie denn mit? Können wir eine halbe Stunde überziehen? Bitte? Ach so, da kommt vielleicht jemand rein. Ja, ja. Also dann überziehen wir mal eine Viertelstunde und dann schauen wir mal. Ja. Okay, also fangen wir jetzt endlich mal an. Wir waren stehen geblieben bei diesem Zertifikatshierarchie-Bild. Und das ist mir wichtig, das möchte ich auch nochmal wiederholen, weil hier oft große Missverständnisse auftreten. Ja. Also es geht ja darum, dass zum Beispiel die Alice aus der Firma 1 mit dem Dave aus der Firma 2 geheim kommunizieren will und auch Dokumente signieren will. Wenn die einen Vertrag abschließen, dann soll der digital signiert werden. Und dazu müssen die ihre Public Keys austauschen. Ja? Die Alice und der Dave müssen ihre Public Keys austauschen. Und wichtig ist ja jetzt, es geht eben um so Vertragsdinge, das heißt um kritische Sachen. Wenn jetzt die Firma 1 der Firma 2 nicht so ganz vertraut und die Alice mit dem Dave einen Vertrag abschließt, dann ist das natürlich durchaus kritisch. Die will wissen, ist das wirklich im Dave sein Public Key oder tut da jemand diese Unterschrift fälschen? Ja? Und am Ende kann ich mich gar nicht darauf verlassen, dass diese Firma die Teile liefert, was weiß ich. Ja? So, das heißt, wir brauchen eben ein Zertifikat unter dem Public Key. Haben wir das? Ja, das haben wir ja beim letzten Mal. Gehen wir gerade nochmal zurück hier bei Trust Center. Ja? Die Aufgabe vom Trust Center ist die Zertifizierung des öffentlichen Schlüssels. Und ein öffentlicher Schlüssel mit Zertifikat, der sieht ja so aus. Machen wir das nochmal kurz an die Tafel. Tun wir es vielleicht ein bisschen detaillierter gleich machen. Da haben wir, da steht drin, in diesem Zertifikat steht drin PA. Und dann steht noch drin der Name, also ich meine, in der Praxis würde da natürlich mehr drin stehen: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Solche Dinge stehen hier. Und jetzt kommt die digitale Signatur unter das Ganze eines Trust-Centers. Ja? Das heißt, das Trust-Center tut mit seinem geheimen Schlüssel, mit dem ST vom Trust Center, dieses ganze Zeug hier signieren. Also Hash-Funktion anwenden auf PA und jetzt den Namen Alice schreiben wir einfach so wieder hin. So, genau. Sowas nennt man Zertifikat. Ja? Weil das Trust Center dafür garantiert, dass dieser Public Key zu der Person gehört. Ja, das ist das Wichtige. Die Verbindung zwischen Schlüssel und Person. Das ist das Wichtige. Ja, und dazu brauche ich eine vertrauenswürdige Instanz, die das zertifiziert. Und das ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkt von einer Public Key-Infrastruktur. Und jetzt braucht man ein bisschen gesunden Menschenverstand, um zu verstehen, was hier abläuft. Jetzt, der einfache Fall wäre der, wenn dieses Trust Center diese Keys alle direkt zertifizieren würde, dann hätten wir überhaupt kein Problem, wir hätten eine schöne, einfache Public Key Infrastruktur, aber in der Praxis hat man halt oft solche Zertifizierungshierarchien, das heißt, die Firma hat ihre eigene CA, die andere Firma hat ihre eigene CA, und jetzt ist natürlich die Frage, kann die Alice dem Zertifikat, das ihr der Dave schickt, vertrauen? Das kann sie nur,
wenn sie Vertrauen hat in denjenigen, der diese CH2 betreibt. Ja? Ich meine, die CH2, die lässt sich zwar auch ihren Schlüssel zertifizieren von dem Trustcenter da oben, aber was heißt das? Denken Sie daran. Das heißt nur, das Trustcenter garantiert nur dafür, hör, der Schlüssel gehört zur CH2. Aber was die CH2 anstellt mit ihrem Schlüssel, ja, darauf hat das Trustcenter keinen Einfluss und dafür garantiert das Trustcenter auch niemals. Das heißt, es ist wichtig, dass diese Leute von Firma 1 dieser CH2 vertrauen. Ja, wie kann man jetzt so ein Vertrauen herstellen? Und das habe ich auch beim letzten Mal schon erzählt, das kann man nur dadurch machen, dass diese CA2 auf ihrer Website eine Policy publiziert und diese Policy wiederum, die muss in Übereinstimmung sein mit dem BSI, die kann zum Beispiel von vom Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik zertifiziert sein. Und wenn dann das Stempel vom BSI auf der Website drauf ist und Sie trauen immer noch nicht, dann rufen Sie halt beim BSI an und sagen, hey, diese Firma ist von Ihnen zertifiziert, stimmt das auch und so weiter. Ja, das stärkt vielleicht Ihr Vertrauen. Aber ich meine, das ist tatsächlich so eine, wie soll ich sagen, soziale, psychologische Frage, ob Sie jetzt der CA2 vertrauen oder nicht. Wichtig für Sie, wenn Sie mal Admin sind, vielleicht in der CA, das ist Ihr Business, denen zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Ja? Und da auch kritisch hinzuschauen, das ist Ihre Aufgabe. Okay, und ich meine, man darf ja auch nicht übersehen, dass, das kann durchaus kritisch sein, dass Leute, also die Mitarbeiter in Rechenzentren, die können sehr wohl zur Verantwortung gezogen werden, wenn da irgendwie größere Schäden passieren. Das heißt, an der Stelle müssen sie einfach aufpassen. Okay, gut, Web of Trust lassen wir weg, das ist eine historische Geschichte mit PGP. Hier noch ein paar so Merksätze. Ist klar, benutzen Sie niemals einen Schlüssel, den Sie einfach so irgendwo herkriegen. Das ist trivial, da braucht man nicht drüber reden. Aber hier ist nochmal ein Punkt. Signieren Sie niemals einen Schlüssel, den Sie nur per E-Mail erhalten haben. Schauen Sie, wenn Sie in der Situation sind, in der Situation von dem Trustcenter oder der Boss von der CA Ihrer Firma sind, dann garantieren Sie mit dem Zertifikat, dass der Schlüssel zur Alice gehört. Das heißt, Sie müssen höchstpersönlich überprüfen, ob das auch stimmt. Das heißt, nicht einfach irgendwie da was signieren, das ist sehr gefährlich. Ja? Vertrauen in den Schlüssel bedeutet nicht Vertrauen in den Besitzer des Schlüssels. Das muss man halt ganz sauber trennen und der Fehler wird oft gemacht. Ja? Weil dann sagt man, heuer Zertifikatshierarchie, hier oben ist ein ganz tolles Trustcenter dran, also vererbt sich das Vertrauen, das ist ein Unsinn sondergleichen. Ja? Vertrauen vererbt sich nicht. Okay, Public Key Systeme, jetzt wird es praktisch, PGP, Sie sehen es hier an dieser Jahreszahl, 95 oder 1994, von Phil Zimmermann entwickelt, war das erste im großen Stil gebaute, öffentlich frei verfügbare, sogar mit Open Source Kryptosystem. Ja? Mit PGP kann man Dateien verschlüsseln und signieren und natürlich auch E-Mails verschlüsseln und signieren. Das ist da die Hauptanwendung. Und interessant ist, dieser Zimmermann ist ein Amerikaner und der hat diese Version 263, das war eine ganz wichtige Version, der hat die sofort Open Source gestellt und dann ist aber der amerikanische Geheimdienst gekommen. Die hatten damals noch Exportbeschränkungen. So sicherheitskritische Software durfte nicht exportiert werden. Die waren damals richtig hysterisch, da war ein Exportverbot. Das durfte nicht exportiert werden und dann hat der Zimmermann Folgendes gemacht. Bücher durften sehr wohl exportiert werden mit dem gleichen Inhalt. Der hat den Source Code in ein Buch gedruckt. Das Buch wurde dann gekauft und angeblich von einer schwedischen Uni gekauft, eingescannt und dann der Source Code halt wieder kompiliert. Und das war dann die Version 263i für international. Ja? Ich meine, ich vermute eher, die haben sich den Source Code auf illegalem Wege besorgt und das ist ja dann letztlich egal, ob sie das Buch einscannen oder sich den illegal besorgen. Ja? Okay. Gut, so,
Also eins ist natürlich wichtig, dass Sie auf Ihrem PC PGP oder noch besser GNU-PG, reden wir gleich darüber, der Nachfolger, dass Sie sich GNU-PG installieren und damit arbeiten. Tun Sie mit irgendwelchen Kommilitonen Ihre Public Keys austauschen, schicken Sie sich verschlüsselte und signierte Nachrichten. Ich führe das hier nicht vor, haben wir sowieso nicht die Zeit, aber das kriegen Sie selber hin, mit diesem System zu arbeiten. Da schauen Sie halt mal ein bisschen ins Manual rein. Das GNU-PG, genauso wie PGP, das hat ein Kommandozeilen-Interface und es gibt aber auch grafische Oberflächen. Es gibt auch Plugins für die Mailreader, zum Beispiel für Thunderbird gibt es so ein Plugin, das Sie sich reinladen können und dann können Sie E-Mails verschicken, einfach so mit Thunderbird und klicken dann oben auf Verschlüsseln oder Signieren oder beides. Ja, okay. Hier haben wir mal, ich habe hier so eine kurze Zusammenfassung der Kommandos für das PGP, für diese alte Version von PGP gemacht. Und das ist immer noch interessant, weil diese Features, die hat natürlich GNU-PG genau gleich. Alle, manche Optionen heißen ein bisschen anders. Zum Beispiel Generate a new key pair. Ist ja klar, am Anfang müssen Sie sich erst einmal ein paar Public Secret Key erzeugen. Ja? Und das wird mit der Option gemacht. Add Key, Extract Key, View Key, View Fingerprint. Das ist interessant. Diese Befehle hier, die sind alle dafür da, um den Schlüsselring zu verwalten. Sie wollen ja mit vielen Leuten kommunizieren. Und wenn Sie jetzt der Alice eine verschlüsselte Nachricht schicken wollen, brauchen Sie Ihren Public Key. Also muss die Ihnen Ihren Public Key per E-Mail schicken. Und das geht. Also da gibt es dann auch in dem E-Mail-Plugin gibt's dann so eine Option, Insert Public Key, Extract Public Key und so weiter. Ja. View Fingerprint, das schauen wir uns gleich nochmal an. Edit Trust Parameters, ich meine, das ist historisch. Also das war eben bei dem PGP, konnte man das Vertrauen, worüber ich gerade gesprochen habe. Wenn Sie jetzt irgendjemandem, der so einen Key zertifiziert hat, nicht so ganz vertrauen, dann können Sie dem sein Vertrauen runtersetzen. Aber dubiose Geschichte, das hat man heute nicht mehr. Encrypt und Sign und so weiter ist trivial, das ist ja klar, verschlüsseln, signieren. Okay, ach ja, sorry, das ist jetzt sehr blöd, halt. Mal gucken, ob wir da, ja genau, wir können hier runterscrollen. Ups, nö, sorry. Nö, das geht leider nicht. Hier. Ja, okay, also müssen wir darauf verzichten. Das ist ein Beispiel, wie dann so eine signierte E-Mail im Klartext aussieht. Da ist unten halt ein Stück kryptischer Text dran und das ist die Signatur. Man sieht es hier, Beginn PGP Signed Message. Sorry, dass wir das hier nicht drauf haben. So, PGP 7.0, das war eine interessante Version, aber übrigens, das war schon ab PGP 5, war plötzlich der Source Code nicht mehr offen, weil da war dann eine Firma dran beteiligt, die das vermarktet hat und so weiter. Und das ist einfach gefährlich. Bei Kryptosoftware, wenn der Source Code nicht offen ist, das ist gefährlich, ja? Weil Sie wissen nicht mehr, was innen drin ist. Ja? Es kann die Öffentlichkeit nicht mehr überprüfen. Das heißt, es können Bugs drin sein, die ein Angreifer vielleicht findet und damit ihre verschlüsselten Nachrichten liest. Und der Rest der Welt ist gar nicht in der Lage, die zu finden, weil der Source Code nicht offen ist. Also Open Source, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, ist in der Kryptographie ganz wichtig. Bei den neuen Standards, AES zum Beispiel, war von der ersten Minute an, musste alles offengelegt werden. Und das war natürlich der Punkt, wo die Community gesagt hat, das wollen wir nicht mehr haben. Und dann ist eben GNU-PG aufgekommen, ja, über das wir gleich reden werden. Genau, hier noch vielleicht ein Beispiel, wie man sich den Schlüsselring am Bildschirm anzeigen lassen konnte. Ja. Also das ist quasi die Übersicht und da steht erst einmal Pub, das heißt, das ist ein Public Key. 2048 Bit Länge, da das Datum, wann der erzeugt wurde und hier, wichtig, von wem das ist, also wessen Schlüssel das ist. Da sieht man zum Beispiel, dass ich in meinem Public Key, in meinem Keyring damals von dem TC Trust Center einen Public Key hatte,
Der war deswegen wichtig, weil ich meinen eigenen Public Key habe von dem TC Trust Center zertifizieren lassen. Ja. Ja, dann verschiedene Privatpersonen, unter anderem mein eigener Public Key. Ja, und mein eigener Secret Key ist natürlich auch da drin. Dann kann man sich mehr Details anschauen zu einem Public Key. Und zwar mein eigener Public Key. Und jetzt sehen Sie, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Signaturen. Ich meine, das hat man heute nicht mehr. Damals mit dem Web of Trust konnte man sich den eigenen Schlüssel von vielen Leuten zertifizieren lassen, den dann an irgendjemand anders schicken und der Empfänger sieht, oh, der Klaus Meier hat den Key signiert und dem Klaus Meier vertraue ich. Wenn der einen Key signiert, der schaut sich das genau an, also vertraue ich diesem Schlüssel. Ja? Das war die Idee von dem Web of Trust bei PGP und deswegen hatte ich damals so viele Signaturen dran. Dann kam natürlich der Hammer, die Big Brother Funktion in PGP. Und zwar gab es so ein ADK, Additional Decryption Key oder auch Corporate Message Recovery Key. Schauen Sie, das ist wie bei den Militärs immer. Die haben ja auch immer so tolle Ausdrücke für ihre, was weiß ich, für ihre Streubomben und so weiter. Und das ist der elegante Ausdruck für Additional Decryption Key. Und zwar, PGP hat plötzlich das Feature angeboten, bei der Installation von PGP auf dem Server konnte ich dieses ADK-Feature einschalten und ich als Chef von der Firma zum Beispiel konnte dann jede verschlüsselte Mail in meiner Firma lesen. Ja? Das heißt, ja, so, also das habe ich am Anfang habe ich das immer so dargestellt. Bis ich dann einmal einen Vortrag gehört habe von einem BASF-Rechenzentrumsmann, über PGP. Die haben nämlich damals, das ist sicher schon 12 Jahre her, für die ganze Firma, für zigtausende Mitarbeiter PGP eingeführt zum verschlüsselt kommunizieren, weil BASF hat natürlich auch viel Kooperationen mit Forschungsinstituten, da werden Patente entwickelt, Geheimnisse und so weiter. Und der hat mir dann klargemacht, dass für BASF dieses ADK-Feature absolut wichtig war. Also wenn man im großen Stil so eine Public-Key-Infrastruktur in der Firma einführt und die Leute können ja mit ihren Schlüsseln dann verschlüsselte E-Mails verschicken, signieren, aber natürlich auch Dateien verschlüsseln, ist ja wichtig. Wenn es da Firmengeheimnisse gibt, dann werden auf dem Laptop die Dateien verschlüsselt und wenn ich auf Dienstreise bin und mir klaut einer den Laptop, dann ist das nicht so schlimm, weil die Datei ist verschlüsselt. Ja? So, jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. Alle Mitarbeiter haben diese PKI auf ihrem Rechner und ein Mitarbeiter kündigt und ist weg. Seine Dateien sind verschlüsselt und er hat aber keine Lust mehr, die zu entschlüsseln. Ja, das war's. Weg ist das Zeug. Weg, kommt keiner mehr dran. Das ist Eigentum von der Firma, aber keiner kommt dran. Oder vielleicht noch schlimmer, ein Mitarbeiter verstirbt. Alle seine verschlüsselten Dateien weg. Das kann es nicht sein. Gehen wir mal in die reale Welt. Wie ist das? Ich meine, das ist ja klar, das Zeug gehört alles der Firma. Es gehört nicht ihm, es gehört der Firma. Wie ist es heute, wenn einer auf Dienstreise ist und es muss einer irgendwie an sein Zeug ran? Ja, dann hat er halt einen Nachschlüssel für das Büro und holt aus seinem Schreibtisch das Zeug raus, weil die Firma braucht es dringend. Okay, man natürlich wird nicht jeder in seinem Schreibtisch rumgruseln, wie er Lust hat mit dem Nachschlüssel. Und so haben die es auch gemacht bei BASF. Die haben gesagt, da gab es eine Betriebsvereinbarung zwischen dem Betriebsrat und der Firmenleitung und da stand ganz klar drin, wer wann wie diesen ADK in welchen Situationen verwenden darf. Im Wesentlichen war das aber eben so, wenn für dienstliche Zwecke ganz dringend irgendwas gebraucht wird und der Mitarbeiter ist nicht verfügbar, dann muss der Abteilungsleiter dem Rechenzentrumsmann die Erlaubnis erteilen, mit dem ADK die Sachen dazu holen. Ja? Und das wurde schriftlich vertraglich festgehalten und es ist klar, so eine PKI in einer Firma einzuführen ohne so ein ADK-Feature, das ist fast schon kriminell. Ich meine, die Firma, die kann sich ruinieren, wenn sie an das Zeug nicht mehr rankommt.
Also, wie gesagt, das hat zwei Seiten mit diesem ADK-Feature. Natürlich muss man vorsichtig sein. Und es sind wieder Sie. Wenn Sie später in der Firma oder sonst wo im Rechenzentrum sind, dann müssen Sie sich um solche Dinge kümmern. Und Sie müssen da ganz genau hinschauen und überlegen, will meine Firma das ADK-Feature haben? Wenn ja, wie machen wir das? Und so weiter. Okay, GNU-PG. Das war ein Deutscher, Werner Koch, der das Ganze gestartet hat, 1999. Grund ist klar, weil PGP plötzlich Closed Source war. Ja? Und auch diverse unschöne Features und so weiter. Ja. Okay, teilweise kompatibel mit PGP, nur frei verfügbare Algorithmen, Open Source, Open PGP Standard. Algorithmen, da sehen wir ein paar bekannte, AES, DDDS, TwoFish, RSA und diverse andere sind da drin. Wie gesagt, absolute Pflichtübungsaufgabe, bitte machen Sie das möglichst vor der Klausur noch, weil Sie lernen was über den praktischen Umgang mit diesen Public Key Sachen. Ja? Bei Schlüsselgenerierung, Schlüsseltausch und so weiter. Ja? Übrigens, es ist auch im Linux-Labor und hier in unserem Windows-Labor auf beiden Systemen ist GNU-PG schon installiert. Aber ich meine, es ist auch keine große Action, das selber zu installieren. Okay, das lassen wir aus, diese Angriffe. Ja, dann geht es hier weiter. Hier kommt der große Konkurrent zu PGP und GNU-PG und der heißt S/MIME und X509. Ja. Also S/MIME steht für Secure Multipurpose Internet Mail Extension und das ist ein Standard zum Verschlüsseln und Signieren von E-Mail. Ja? Das basiert auf diesem PKCS7 Standard. PKCS, hier steht für Public Key Cryptography System und da gibt es eben ganz viele solche Standards. Und der hier, der Nummer 7, ist für Cryptographic Message Syntax, für verschlüsselte E-Mails. Und für das Signieren wird das X509-Protokoll verwendet, also für Signieren und vor allem für Zertifikate. Das hier, dieses Thema, solche Zertifikate, da muss natürlich ein Standard da sein, Formatierungsvorschriften und so weiter. Schauen wir uns gleich an. Hier, ja, X509-Protokoll, also wie gesagt, es ist genauso, ein Zertifikat besteht jetzt in dem simpelsten Fall aus diesen drei Teilen und wir gehen es jetzt durch, was in so einem X509-Zertifikat drinsteht. Es kommen natürlich viel so Verwaltungskleinigkeiten, welche Version von dem Protokoll wird eingesetzt, wird gerade verwendet. Dann kriegt jedes Zertifikat eine eigene Seriennummer und dann Algorithmenidentifikation ist klar. Es muss natürlich da auch irgendwo drinstehen, mit welchem Algorithmus wurde hier signiert und so weiter. Ja. Dann der Aussteller, das heißt die Identifikation der ausstellenden CA, also hier dieser Secret Key, von wem stammt der? Dann eine Geltungsdauer ist auch ganz wichtig. Ich meine, sowas kann natürlich nicht unendlich gültig sein, weil wir wissen heute nicht, ob in 30 Jahren diese Algorithmen noch sicher sind. Das heißt, diese Geltungsdauer ist vor allem deswegen beschränkt, weil man das nicht weiß und ja, einfach wegen der Sicherheit. Vielleicht knackt irgendjemand mal den Schlüssel und deswegen kriegt er ein Ablaufdatum. Subject, das ist genau hier die Alice. Ja. Dann der Public Key, ist klar. Dann X509V3 Erweiterungen, da tun jetzt die verschiedenen Hersteller von Software für X509 unterschiedliche Dinge reinpacken. Und zwar ab der Version 3 war das möglich, solche Erweiterungen reinzupacken. Unsere Webbrowser, die benutzen alle X509, also die Verschlüsselung und Signatur in unseren Webbrowsern drin ist X509 und da gibt es natürlich auch jede Menge Erweiterungen. Ja? Und am Ende natürlich die Signatur hier. Okay, OpenPGP versus S/MIME. Das war lange Zeit ein Konflikt. Und zwar, die Industrie hat klare Tendenzen gehabt für S/MIME, weil das halt ganz sauber standardisiert ist und relativ mächtig.
Andererseits haben die Endbenutzer, Privatleute, alle PGP verwendet. Ja? Und auch heute noch die Leute, die das verwenden, die verwenden GNU-PG, das ist einfach Open Source und so weiter. Das heißt, da hat man einen gewissen Konflikt. Dann gab es auch diesen OpenPGP-Standard und diese Internet Engineering Task Force, die hat OpenPGP favorisiert, hingegen das Internet Mail Konsortium. Die wollen dann wieder, wollten beide Standards zusammenführen. Da ist bis heute nichts Wesentliches passiert. Die Problematik haben wir eigentlich immer noch. Ich meine, dadurch, dass natürlich alle Webbrowser X509 verwenden, das setzt natürlich hier eine Marke, das ist ganz klar. Ja. Ja, also ich denke, es wird sich mit Sicherheit X509 und S/MIME langfristig durchsetzen. Ja. Nochmal eine kurze Frage zur Signatur. Wenn ich jetzt in einem Rechenzentrum, wenn ich zum Beispiel für meinen Server eine Signatur holen will, dann arbeitet er mit irgendeiner Firma zusammen. Aber muss dann nicht die Firma auch mit allen Browsern kompatibel sein, weil Sie ja gemeint haben, dass die Trust Center in den Browsern physikalisiert sind? Muss also dann das Trust Center, von dem ich mir die Signatur kaufe, nicht dann mit allen Browsern zusammenarbeiten? Oder? Ja. Das muss ja. Ich habe mir das nicht in allen Browsern genau angeschaut, aber ich gehe davon aus, dass alle Webbrowser heute die ganzen gängigen Schlüssel mit drin haben. Das ist ja auch keine große Action. Ich meine, das ist eine Datenbank, die lädt man sich halt rein mit den Schlüsseln. Natürlich muss die Software alles passen und so, aber also ich weiß, dass es mit Firefox völlig problemlos funktioniert, mit Conqueror funktioniert. Das sind die einzigen zwei Webbrowser, mit denen ich zu tun habe. Aber ich meine, Sie können es einfach überprüfen. Ich meine, nehmen Sie einen Webbrowser her und gehen Sie auf irgendeinen Online-Shop drauf. Und wenn Sie da einkaufen können, dann hat es funktioniert. Ja? So einfach ist es. Ich meine, was tatsächlich passiert, wenn Sie auf die E-Shop-Seite gehen, nicht auf der Startseite, aber spätestens da, wo es ums Bezahlen geht, ist rechts unten dieses Schloss zu. Ja? Der hat ja so ein kleines Schloss da immer dran, jedenfalls der Firefox, andere haben das vielleicht anders. Und sobald dieses Schloss zu ist, heißt es, der hat mit seiner Public-Key-Algorithmik eine sichere Verbindung aufgebaut. Und als erstes ist natürlich Authentifikation. Und zwar vor allem dieser E-Shop muss sich gegenüber Ihrem Client authentifizieren, ja, weil Sie kaufen nur, wenn Sie wissen, das ist wirklich der Amazon und kein Betrüger. Ja. Diese Authentifikation ist abgelaufen, das heißt, es wurden die Public Keys getauscht und die Zertifikate überprüft. Und dieses, wenn Ihr Web-Client das Zertifikat von Amazon überprüft, dann braucht der natürlich den Public Key von dem Trust Center. Und das funktioniert nur, wenn er den schon drin hat. Ja. Ja, das kriegen Sie ja alles gar nicht mit. Ja, aber das muss ich halt wissen. Wieso müssen Sie das? Also Ihr Webbrowser muss, ich meine, Ihr Webbrowser hat die Public Keys von allen Trust-Zentren drin. Ja? So. Nein, so meine ich das gar nicht. Also wenn ich jetzt mir eine Signatur kaufen möchte bei irgendeinem Trust-Center und dann zu wissen, ob das Trust-Center von meinem Browser unterstützt wird, so. Ach so, jetzt, ja, ja, genau. Ja gut, ich meine, da können Sie sicherheitshalber nochmal reinschauen. Also da gehen Sie auf Edit, Preferences, Security und dann können Sie nachgucken, da sehen Sie wirklich die Liste von all den Trust-Zentren, können Sie gucken, ist das drin. Ja? Mit Namen und allem, ja, ja. Okay, nächstes Thema SSH, Secure Shell. Ich meine, das ist heute eigentlich auch ein Standard. Ich benutze das ganz regelmäßig, wenn ich mich von daheim aus hier an der FH einlogge und zum Beispiel irgendwelche Software verwende, die hier läuft und so weiter. Das ist einfach eine tolle, komfortable Sache und sehr sicher. Wesentlich komfortabler, gut, ich meine, das wissen Sie vielleicht gar nicht mehr zu Zeiten, wo es nur R-Login und Telnet und so gefährliche Sachen gab. Das ist heute alles durch SSH ersetzt. Und was macht SSH im Wesentlichen? Ja, das, was wir hier gelernt haben, das ganze Semester. Nämlich Authentifizierung mit Public-Key-Verfahren, Verschlüsselung mit Public-Key-Verfahren,
beziehungsweise symmetrische Verschlüsselung, das haben wir auch gesehen, wir machen heute immer hybride Verschlüsselung. Das heißt, mit dem Public Key Verfahren wird ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht und wenn beide Seiten den symmetrischen Schlüssel haben, dann wird symmetrisch mit AES zum Beispiel verschlüsselt. Das hat SSH alles integriert und implementiert. Und dazu möchte ich Ihnen, also vielleicht mal kurze Frage, wer von Ihnen benutzt den SSH? Okay, ja, das sind durchaus einige. Dann möchte ich da noch ein paar Worte dazu sagen, weil da kann man halt nämlich Fehler machen und dann kann es auch gefährlich werden. Wenn Sie sich per SSH einwählen auf dem Server, dann müssen Sie mal hinschauen, dann werden Sie vielleicht nach einem Passwort gefragt. Ja? Und das ist jetzt wichtig, das ist jetzt wichtig. Welches Passwort müssen Sie eingeben? Müssen Sie eingeben Ihr ganz normales User-Passwort auf dem Server, wenn Sie sich hier jetzt an der FH einwählen, ja, müssen Sie da Ihr User-Passwort vom LTS2 eingeben oder müssen Sie Ihren SSH-Passphrase von Ihrem Client daheim eingeben? Ganz wichtig! Wenn Sie das Passwort von dem Server hier eingeben wollen, dann sind Sie auf der falschen Baustelle unterwegs. Ja? Weil dann ist es bei weitem nicht so sicher, wie es eigentlich sein könnte. Weil dann wird nämlich nicht per Public Key authentifiziert, sondern ganz normal per Passwort. Ja? Das ist auch verschlüsselt, aber das ist verschlüsselt mit einem festen Schlüssel, der auf Server und Client schon drauf liegt und das ist gefährlich. Das heißt, jeder, der Zugang zu diesem Server hat, der kann das dann, wenn er mit entsprechend viel Wissen, ihr Passwort entschlüsseln. Und damit das richtig funktioniert, müssen Sie SSH auf Ihrem Client richtig installieren. Ja? Und dazu genügt völlig das Wissen, das Sie bisher haben. Ich zeige Ihnen das aber jetzt noch schnell, weil das wichtig ist. Und das ist das Prinzip, was man immer hat, wenn man ein Public-Key-Verfahren zum Laufen bringen will. Warten Sie mal, haben wir das nicht hier drauf? Moment. Ja, genau, da sind wir doch schon in Punkt SSH. Also, wenn Sie SSH verwenden, dann müssen Sie als erstes, wie bei GNU-PG auch, ein Schlüsselpaar generieren. Öffentlicher, geheimer Schlüssel brauchen Sie auf Ihrem Rechner. Die beiden Schlüssel brauchen Sie einfach. Ja? Und die müssen Sie erzeugen. Da gibt es einen Befehl, der heißt SSH_keygen. Ja? Den rufen Sie auf, unter Linux heißt er jedenfalls so, Windows weiß ich nicht. SSH_keygen, also wie Key Generation, und den rufen Sie auf und dann werden Sie vielleicht, weiß ich nicht mehr, gefragt, auf der Tastatur ein bisschen zufällig rumzutippen. Warum zufällig rumtippen auf der Tastatur? Zufallswerte. Ja, wofür braucht man Zufallswerte? Generieren von was? Jetzt wo ganz genau technisch? Wo war das hier in der Vorlesung? Was für Schlüssel werden denn erzeugt? Ein öffentlicher und ein geheimer. So, welche Algorithmen kennen Sie denn für sowas? RSA. RSA, das war der einzige, den wir kennengelernt haben. Genau. Und wie läuft es bei RSA ab? Wo braucht RSA Zufallszahlen? Bei der Schlüsselgenerierung. Zwei Primzahlen, genau, so ist es. Dieser Modul N ist gleich P mal Q. Hier brauchen wir zwei große Primzahlen P und Q, ja, die beide zum Beispiel 1024 Bit lang sind. Ja. Und dafür brauchen wir sehr guten Zufall. Und da ist der Rechner nicht zufrieden mit Pseudo-Zufallszahlen und deswegen sammelt der Entropie, der sammelt Zufall über Tastaturtippen. Also da sollten Sie nicht jetzt auf eine Taste draufkleben, sondern sollten Sie wirklich irgendwie ein bisschen zufällig tippen. Ja? Da wird verwendet natürlich der Inhalt des jeweilig getippten Zeichens, es wird aber auch verwendet die Zeitabstände zwischen diesen verschiedenen Hits auf der Tastatur. Gut, das ist diese Schlüsselerzeugung und nach der Schlüsselerzeugung
sind diese beiden Dateien da, id.rsa und id.rsa.pub. Schauen wir mal an. ID, das geht wahrscheinlich gar nicht. Doch, ja, genau, hier. Begin RSA Private Key, End RSA Private Key. Ja? Also das ist die Datei mit meinem geheimen Schlüssel. Natürlich nochmal verschlüsselt und dann BASE64 kodiert. Interessanter ist der öffentliche Schlüssel. .pub. So. Der öffentliche Schlüssel, der sieht jetzt so aus. BASE64 kodiert, da am Anfang steht SSH-RSA, das heißt, dann wissen wir, jetzt kommt ein RSA-Schlüssel, weil SSH kann auch andere Algorithmen. Das ist der öffentliche Schlüssel und jetzt wichtig hier, jetzt kommt noch die Zuordnung zum Besitzer des Schlüssels. Das ist Erdl@erdl-laptop. Ja? Also der Schlüssel gehört zu dem User auf der Maschine. Ja? So, und dieser öffentliche Schlüssel ist wichtig. Das ist jetzt Ihr öffentlicher Schlüssel. Jetzt wollen Sie per SSH sich auf dem FH-Server einwählen. Was müssen Sie jetzt machen mit Ihrem Public Key? Der muss natürlich auf dem Server liegen. Der muss auf den Server. Weil Sie wollen sich ja authentifizieren per digitaler Signatur zum Beispiel. Und dann braucht der Server Ihren Public Key, damit er Ihre Unterschrift kontrollieren kann. Ist ja klar. Ja? Also der muss auf den Server und zwar auf sicherem Wege. Ja? Ich überlasse es Ihnen, wie Sie es machen. Sie können natürlich per SSH ohne RSA den einfach rüber kopieren auf den Server. Aber besser ist es, wenn Sie irgendwann zum Admin gehen, vielleicht zum Herrn Ort oder zum Herrn Bernhard, und sagen, hier habe ich meinen USB-Stick, da ist mein Public Key für SSH drauf und den will ich direkt am Rechner, nicht über Netz, auf der Festplatte haben. Und wo kommt er hin? Ja, er kommt in dieses Verzeichnis, in Ihr Home-Verzeichnis .ssh. In diesem .ssh-Verzeichnis auf dem Server muss der in eine bestimmte Datei rein. Die habe ich leider hier nicht, weil ich bin ja kein Server mit meinem Laptop. Ja? Das heißt, da brauche ich die nicht. Hier fehlt jetzt eine Datei, die heißt Authorized Keys. Autorisierte Schlüssel. Ja? Und da muss die rein. Ich meine, da können Sie einfach per Cut die hinten dran hängen. Und zwar in Ihr persönliches Home-Verzeichnis. SSH ist ja sowas, da kommunizieren Sie mit Ihrem eigenen Account auf dem anderen Rechner. Das ist nicht zentral, sondern in Ihrem Home-Verzeichnis, in .ssh, in Authorized Keys, da tun Sie Ihren Public Key rein. Schauen Sie, ich habe hier so eine Datei, die heißt laptop.pub, weil das ist nichts anderes als eine Kopie von meinem öffentlichen Schlüssel. Und diese habe ich deswegen umbenannt, weil wenn ich die rüber kopiere auf den Server in meinen Account, da gibt es nämlich wieder eine ID rsa.pub, damit die nicht überschrieben wird, heißt das laptop.pub, das kopiere ich rüber auf den Server, hänge es an die Authorized Keys dran und fertig ist es. So. Und ab dem Moment, RSA merkt es, dass Sie einen Public Key haben und der Server merkt, aha, in Authorized Keys steht ein Public Key von dem drin. Ja, dann machen wir das natürlich über Public Key, die Authentifizierung. Und dann werden Sie nicht mehr nach Ihrem Serverpasswort gefragt, sondern RSA macht direkt die Authentifizierung. Und das Ganze, und Sie müssen natürlich jetzt außerdem noch auf Ihrem Client, das hier ist ja jetzt mein Client, der Laptop, ja, hier, da steht mein geheimer RSA-Schlüssel drin in der Datei und zwar verschlüsselt. Ja, also das hier ist jetzt verschlüsselt. Ich meine, das können Sie ruhig abtippen, das hilft Ihnen nichts, weil das ist verschlüsselt. Und zwar, wie ist das verschlüsselt? Das haben wir auch schon besprochen. Wie werden geheime Schlüssel auf der Festplatte geschützt? Ja, per Passwort. Es heißt hier Passphrase, weil der eigentlich 80 Zeichen lang sein soll. Ja? So, ich habe meinen geheimen Schlüssel auf dem Laptop geschützt mit so einem Passphrase. Das heißt, wenn ich mich jetzt einwählen will auf dem Server, dann fragt mich, SSH,
nach dem Passwort. Ja? So, das ist hier auf dem Laptop tatsächlich so. Bei mir daheim, zum Beispiel auf meinem PC daheim, da habe ich das Passwort rausgenommen. Das kann ich auch rausnehmen. Und dann kann ich mich per SSH einwählen, ohne überhaupt ein Passwort einzugeben. Das ist natürlich ein bisschen unsicherer, aber ich sage, okay, wer nämlich in meinen Rechner bei mir daheim einbrechen will, der muss erst einmal mein User-Passwort haben. Und nur mit dem kommt er an die Sachen ran. Das heißt, das können Sie dann so einstellen, wie Sie wollen. Sie können sagen, ich will nur ein Passwort haben oder nicht, je nachdem, wie viel Komfort Sie wollen oder wie viel Sicherheit. Aber ich muss sagen, für mich ist das extrem komfortabel. Ich starte mein SSH ohne Passwort eingeben, bin jederzeit sofort auf meinem FH-Account drauf. Natürlich braucht man ein gutes Zugangspasswort zum Rechner, das ist ja klar. Ach so, BASE64 ist, ich meine, dieser Schlüssel ist ja normalerweise, der wird binär kodiert. Ja? Und Sie wissen, wenn Sie eine binäre Datei ausgeben wollen, dann sehen Sie gar nichts, ja? Dann kriegen Sie bloß Kauderwelsch. Ja? Und BASE64, das ist dann quasi, da wird Binärcode kodiert in les- und druckbare Zeichen. Ja? Irgendwas mit 64-Bit, fragen Sie mich nicht. Ja? Also, das weiß ich nicht. Ja? Aber das finden Sie wahrscheinlich mit einem Nachschlag bei Wikipedia raus, was da genau abläuft. Ja. Okay, ja, so viel zu SSH. Ist es jetzt klar geworden, was Sie an Ihrer SSH-Konfiguration ändern müssen? Ja, das macht ja unsere Rechenzentrum ja noch schön. Ich kann es nicht gewinnen und ich mal Publisher. Mir? Ich bin nicht der Admin, sorry. Also bitte schicken Sie mir nicht Ihre Public Keys von SSH. Ja? Naja, ich meine, Sie müssen für sich überlegen. Sie müssen einen sicheren Zugang zu dem Server haben. Sie haben ja einen Account. Ich meine, Sie können jetzt auch sagen, mir ist es sicher genug, wenn ich hier im Labor sitze und mich einlogge auf meinem Account. Und dann stecken Sie Ihren USB-Stick rein und speichern das Ding. Ja? Also ich würde sagen, das reicht für Ihre Verhältnisse locker aus an Sicherheit. Wenn Sie aber jetzt hysterisch sind und sagen, oh nö, aber ich will den USB-Stick wirklich in den Server reinstecken und nicht über Ethernet, dann müssen Sie zum Rechenzentrum gehen. Ja, genau, denke ich. Es ist wie immer, je mehr Sicherheit Sie haben wollen, desto aufwendiger wird es. Es ist ganz einfach. Ja? Okay, Authentifizierungsprotokoll, das schauen wir vielleicht mal ganz kurz an. Also, wie funktioniert das jetzt, wenn Sie sich mit SSH einwählen, technisch? Und ich habe schon gesagt, es funktioniert mit digitaler Signatur, aber ein bisschen anders, ein kleines bisschen anders. Und zwar, der Uni-Rechner, also unser FH-Rechner, erzeugt eine 256-Bit-Zufallszahl R. Und jetzt, wenn die Alice sich einloggen will, dann verschlüsselt er die mit dem öffentlichen Schlüssel von der Alice. Und jetzt schickt er EPA von R an Alice. Ja? Also diese mit dem Public Key verschlüsselte Zufallszahl geht über Netz an die Alice. Die Alice entschlüsselt dieses R, ist ja klar, das kann sie problemlos machen, weil sie hat ihren Secret Key. Und jetzt merken Sie, der das entschlüsseln soll, will, der braucht den Secret Key, das heißt, das kann nur wirklich der Alice oder Sie in dem Fall machen. Ja? So, jetzt entschlüsselt die Alice das R, hat also dann das R im Klartext und jetzt schickt sie den Hashwert von dieser Zufallszahl zurück an den Rechner. Ja? Und der Uni-Rechner, ist klar, der kennt ja die Zufallszahl auch, der rechnet auch F von R aus und vergleicht. So, fertig. Das ist von der Sicherheit her gleich gut wie Authentifikation mit digitaler Signatur. Okay, ja, SSL, das ist jetzt die Technik, die Ihr Webbrowser verwendet. Ja? Oder der Nachfolger davon, TLS, Transport Layer Security. SSL wurde zum ersten Mal 1994 bei Netscape eingesetzt und ich meine, da weiß ich selber nicht allzu viel Bescheid. In diesem IP-Protokoll-Stack
Da haben wir also hier das IP-Protokoll, da das TCP-Protokoll. Also hier werden die Pakete verschickt auf der Ebene und darüber kommt jetzt das SSL-Protokoll. Also SSL-Record-Protokoll, das sieht man schon, da werden die Records, die Pakete, die TCP-IP-Pakete tatsächlich verschlüsselt auf dieser Ebene. Und dann darüber, das sind die Sachen, die man dann braucht, um so eine Verbindung zu initialisieren. Das heißt, hier auf der Ebene läuft all das ab, wenn Sie jetzt bei Amazon einkaufen und bezahlen wollen. Ja? Weil dann wird diese sichere Verbindung hergestellt und dann tauschen Server und Client über dieses Handshake-Protokoll erst einmal ihre Identität aus. Dann hier Change Cipher Spec Protokoll, da werden jetzt Details von den verwendeten Algorithmen ausgetauscht. Ist ja klar, der eine muss wissen, was kann der andere und was nicht und so weiter. SSL Alert Protokoll, das sind für irgendwelche Unterbrechungen und Fehlermeldungen. Und dann, ganz klar, dann kommt natürlich das HTTP-Protokoll, mit dem dann Webseiten übertragen werden, beziehungsweise SHTTP sicher übertragen oder HTTPS für sichere Übertragung und so weiter. Gut, ja, das braucht man hier gar nicht mehr groß anschauen. Genau, hier vielleicht nochmal zur Wiederholung. Wichtig sind natürlich die Rechnerzertifikate, insbesondere beim Server. Ja? Ja? Ist der Unterschied zwischen SSL und TLS? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass TLS die neuere, verbesserte Variante ist. Vermutlich noch ein bisschen bessere Verschlüsselung, aber ich weiß es nicht. Ich habe eine Frage zu SSL. Ja? Wir haben diese Tage ausprobiert mit Man in the Middle und einem Tool, das nennt sich SSL-Strip. Aha. Und wir haben uns eingeloggt über SSL und wir hatten es fast nur Klartext. Das war Kinderland. Baut ihr die richtige Verbindung erst nach dem Einloggen auf? Weil ich sage mal, er hat mich dann aus der HTTPS-Session rausgehauen. Also was hatten Sie im Klartext? Das Passwort und quasi die Anmeldung an Login und Passwort, obwohl es SSL verschlüsselt war. Und ich dachte, das wäre ein bisschen schwerer als Ja, Moment, SSL, das läuft ja über Ihren Webbrowser. Ja, das war HTTPS. Das war, ich glaube, Amazon oder Gmx haben das ausprobiert. Ach so, über Ihren Amazon-Account. Und Sie hatten dann die quasi das Passwort von Ihrem Amazon-Account. Genau. Also danach war ich quasi auf Amazon eingeloggt und er hat mir die HTTPS-Verbindung geklickt. Ich war danach nur noch HTTP eingeloggt. Ja. Aber also in dem Moment ist es ja zu spät, weil ich hatte das Passwort schon. Das ist interessant, ja. Das heißt, so Amazon-Passwörter können Sie relativ leicht knacken. Mit welchem Tool? SSL-Strip. SSL-Strip heißt es. Strip. Strip, okay. Mhm. Ja, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, außer dass, ich meine, das ist eine Sache von Amazon, dieses Einloggen. Ich meine, da können Sie nicht die Schuld jetzt dem SSL geben. Ja? Ich meine, dieser Login-Mechanismus, den Amazon oder eine andere Firma da oben drauf setzt, den kann man natürlich sicher gestalten oder unsicher. Aber das ist jetzt nicht hier irgendwie... Also glaube ich jedenfalls, ich meine, ich weiß es nicht, müsste ich mir auch erst anschauen, aber ich glaube nicht, dass das auf einem Bug hier auf der Ebene basiert, sondern dass, aber das kann ich mir auch kaum vorstellen, dass jetzt Amazon seine Passwörter irgendwie im Klartext überträgt, das ist hochinteressant. Also wäre interessant, ich meine, haben Sie da auch noch irgendwie Literatur darüber, oder? Nur was ich mit Herrn Tröpfel gefunden habe. Schicken Sie mir doch einmal eine Mail mit irgendwie einer Referenz da drauf. Das täte mich tatsächlich interessieren. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, das Problem liegt in der Ebene drüber, wo Amazon eben den Authentifikationsalgorithmus da oben drauf setzt. Ja. Aber mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Okay. Also und, ja gut, doch eins möchte ich natürlich noch dazu sagen. Dieses Ganze ist natürlich eine nicht triviale Baustelle. Das ist eine nicht triviale Baustelle. Ich meine, unten drunter oder innen drin ist immer
das, was Sie kennen. Ja, und das ist auch wichtig, dass man das verstanden hat, Public Key und so weiter. Aber bei der Implementierung kann man natürlich unendlich viele Fehler machen, dass zum Beispiel dieses Passwort im Hauptspeicher irgendwo irgendwann kurzzeitig im Klartext rumliegt und dann nicht binär überschrieben wird. Und dann kann vielleicht ein Angreiferalgorithmus das aus dem Hauptspeicher auslesen, obwohl im Prinzip alles in Ordnung ist. Ja? Also solche Sachen, die können natürlich immer wieder mal passieren, wenn es da Implementierungsfehler gibt. Ja? Und das ist eine nicht triviale Geschichte. Jetzt zu beweisen, mein Krypto-System ist sicher, so gut wie unmöglich. Was man heute macht, ist, es gibt ja heute solche Programmverifikationstechniken. Das sind automatische Beweiser, die tatsächlich beweisen, dieses Programm ist korrekt und hat keinen Fehler. Das kann man aber nur für relativ kleine Programme machen. Es gibt sogar Spezialbeweiser, um für Kryptosoftware die Korrektheit zu beweisen. Das geht aber auch nur für kleine Teile und das macht man tatsächlich, wenn man zum Beispiel den Kern von RSA oder den Kern eines Authentifizierungsprotokolls verifizieren will. Aber das geht wirklich nur für den Kern, um sicherzustellen, der Algorithmus ist richtig implementiert. Aber wenn da drumherum jetzt, was weiß ich, die Hauptspeicherverwaltung mangelhaft ist und das wird nicht binär überschrieben hinterher, dann hilft diese verifizierte Kern überhaupt nichts. Ja? Also das muss schon das Gesamtpaket sicher sein. Und dazu kann ich eigentlich nur Folgendes sagen. Sie haben in Ihrer Firma, die jetzt diese Krypto-Software, Hardware, was auch immer baut, Entwickler, die das System bauen und die möglichst auch garantieren sollen, dass es perfekt sicher funktioniert. Aber das sind alles nur Menschen. Und wenn das Entwicklerteam aus 100 Leuten besteht, dann sind es halt 100 Menschen, die auch alle miteinander noch am Ende einen Fehler drin haben können. Und deswegen ist es wichtig, dass in einer Krypto-Software-Firma es zwei Abteilungen gibt. Eine Entwicklerabteilung und eine Angreifer-Hacker-Abteilung. Ganz wichtig. Und das müssen unterschiedliche Leute sein. Sie können nicht sagen, oh, jetzt habe ich fertig entwickelt, okay, jetzt wechsle ich die Rolle und steige in die Rolle des Knackers. Nein, das können Sie nicht. Ja? Weil Sie mental von dem Algorithmus überzeugt sind, weil Sie Ihre mentalen Barrieren haben und den Fehler vielleicht gerade deswegen nicht sehen. Weil Sie, ich meine, Sie werden an Schwachstellen denken, aber Sie werden vielleicht an die falschen Schwachstellen denken. Und deswegen brauchen Sie ein eigenes Entwicklerteam und dieses eigene Entwicklerteam sollte möglichst noch quasi jedes Jahr am Ende vom Jahr eine Prämie kriegen, wenn es einen Algorithmus geknackt hat. Ja? Und je mehr geknackte Algorithmen, desto mehr Prämie. Ja, man muss da mit Motivation rangehen und es müssen getrennte Abteilungen sein, ganz wichtig. Ja? Übrigens bestes Beispiel, der gute Herr Schamir, den ich vorgestern noch gesprochen habe. Bei der RSA-Entwicklung waren 3 Personen beteiligt, Rives, Schamir und Adelmann. Und das heißt in den Berichten, Rives war der Entwickler, Schamir war der Knacker und Adelmann hat auf beiden Seiten so und so mal mitgemischt. Ja. Auch da sieht man, es ist einfach wichtig, dass getrennte Personen diese Sicherheitsüberprüfung bzw. den Angriff vornehmen. Okay, VPN. Ja, da sagt man jetzt aus Zeitgründen auch nicht mehr sehr viel. VPN ist im Prinzip das, was wir gerade bei SSH gesehen haben, aber auf einer anderen Ebene. Und auch, also SSH und SSL haben wir gesehen, die sind beide auf sehr hoher Ebene, quasi oben auf das Internetprotokoll oben drauf gesetzt. Ja? Bei SSH ist das kein Problem, weil das ja nur Sie für sich brauchen. Ja? Und ja, was heißt kein Problem? Stellen Sie sich jetzt mal vor, irgendjemand, vielleicht Ihre Eltern oder Ihre Großeltern, die nicht viel am Hut haben mit Computern. Und der sagt jetzt, ich will aber jetzt ins Internet, ich will mich an der FH einwählen, ich will das und jenes benutzen und sagen, ja, ja, dann nimmst du halt SSH. Und dann soll der das so installieren, wie ich es Ihnen gerade erklärt habe, das können Sie vergessen. Ja?
So ein Laie kriegt das niemals hin. Ja? Das heißt, es ist zu kompliziert. VPN ist quasi unter anderem das Gleiche für den Laien, weil das setzt viel tiefer auf. Das heißt, da müssen Sie als Informatiker hergehen, VPN installieren, und zwar ganz unten ist es. Das heißt, jegliche IP-Verbindung ist verschlüsselt. Ja? Alle IP-Pakete, die da drüber gehen, zwischen den beiden Rechnern, die sind verschlüsselt. Man nennt es dann auch Tunneling, das heißt, es wird getunnelt. Ja? Der Benutzer auf dem Rechner A und auf dem Rechner B, der kriegt überhaupt nichts davon mit. Der schickt einfach eine E-Mail von Rechner A nach Rechner B. Das ist das, was zum Beispiel zwischen Firmenfilialen abläuft. Da ist ein VPN installiert, die Mitarbeiter kriegen überhaupt nichts davon mit. Und zwischen den beiden Gateways oder Firewalls ist alles verschlüsselt. Und innerhalb von dem LAN ist es alles ganz offen. Aber sobald es über den Firewall rausgeht, VPN-Verschlüsselung. Ja? Okay, gut. Ja, damit sind wir ja eigentlich ganz gut noch in der Zeit. Jetzt machen wir noch schnell das letzte Kapitel, elektronisches Bargeld. Das haben wir ja eigentlich schon am Anfang vom Semester andiskutiert. Ja? Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Sachen ein bisschen genauer an. Wo haben wir denn Secret Splitting gebraucht? Wo haben wir denn das gebraucht? Wie war denn das? Ah ja, genau. Und zwar, wir hatten angefangen, wir schreiben einfach 5 Euro in eine Datei rein. Das ist unsicher, weil das kann jeder beliebig abändern, kann er 100 hinschreiben. Damit er das nicht mehr abändern kann, haben wir gesagt, wir tun das digital signieren. Wenn diese 5 Euro digital signiert sind und es schreibt jemand 100 Euro hin, ist die Signatur ungültig. Ja? Dann haben wir gesagt, auch mit digitaler Signatur kann immer noch gefälscht werden. Wie? Ja, ich kann meine 5 Euro Münze einfach kopieren. Ich mache 100 Kopien von der Datei und bezahle 100 Mal. Was macht man dagegen? Seriennummer. Seriennummer, ganz genau. Weil dann ist jede Münze eindeutig und wie wird dann der Betrug verhindert? Ich kann sie trotzdem kopieren und mit der Seriennummer 100 Mal zahlen. Genau, also bei der Bank, wo ja dem ich bezahle, der will ja das irgendwann auf die Bank bringen. Und da gibt es eine zentrale Instanz, die alle Seriennummern kennt und kontrolliert, ob eine Seriennummer irgendwann zum zweiten Mal kommt. Und wenn ja, wird der verhaftet. Okay? So, also Seriennummer funktioniert sicher, aber Problem bei der Seriennummer war, ist nicht mehr anonym. Ja, und wir wollen ja elektronisches Bargeld haben. Ja? So, nicht elektronischen Zahlungsverkehr, das haben wir eh schon. Wir wollen Bargeld haben. Also sind wir hergegangen und haben gesagt, jetzt tut unser Client, mein PC, tut diese Seriennummer erzeugen und schreibt die rein. Und die Bank, die tut dann blind signieren. Jetzt brauchen wir eine blinde Signatur. So. Und dann ist es noch so, bei diesen blind signierten E-Cash-Münzen, die haben dann noch ein ganz cooles Feature, nämlich wenn jetzt so eine blind signierte Seriennummer zweimal bei der Bank ankommt, dann wird der Betrug festgestellt. Ja? Aber dann gibt es noch ein ganz cooles zusätzliches Feature. Dieses zusätzliche Feature garantiert, dass man sogar weiß, wer der Betrüger war. Das ist zwar immer anonym, aber in dem Moment, wo die Bank die zweite Seriennummer kriegt, da legt sie diese beiden Scheckformulare übereinander und guckt gegens Licht und sieht, oh, ja, das war der Ertl, alles klar, der wird jetzt verhaftet. Dann kommt der Name raus und das geht mit Secret Splitting. Mit Secret Splitting wird meine Identität aufgeteilt in zwei Teile und jeder Teil ist ohne den anderen nichts wert. Aber wenn beide auftauchen,
dann lege ich die Folien beide übereinander und kann den Namen lesen. Und das geht so. Es geht ganz simpel. Wir wollen eine Nachricht M in zwei Teile zerlegen, die ohne einander nichts wert sind. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine Zufallszahl R und rechnen R XOR M. Das ist der erste Teil von der Nachricht. Der zweite Teil ist die Zufallszahl. Die sind beide ohne, also M1 ist nichts wert, weil das ist ja M mit einem Zufallsstring XOR verknüpft. Ist genauso zufällig wie R. R allein ist natürlich auch zufällig. Wie kann ich M rekonstruieren? Ich nehme einfach M1 XOR M2. Was ist denn das? M1 ist R XOR M. M2 ist R. Dann haben wir R XOR R XOR M. R XOR R ist 0. XOR M ist M. Fertig. Also können Sie ganz billig per XOR eine Nachricht in zwei Teile aufteilen und beide allein sind völlig wertlos, beide miteinander geben die Identität preis und genauso wird ihre Identität auf diesen E-Cash-Münzen behandelt. So, jetzt Bit-Commitment, das lassen wir jetzt weg. Wir schauen uns jetzt noch, blinde Signatur hatten wir schon. Das hatten wir schon bei den Signaturen. Da habe ich Ihnen zwar beim letzten Mal, glaube ich, erklärt, wie eine blinde Signatur funktioniert und damit haben Sie eigentlich das Wesentliche, um diesen E-Cache zu implementieren. Jawohl, gut, was haben wir denn jetzt sonst noch zu sagen? Protokoll Nummer 5, das ist im Prinzip das Protokoll. Ja genau, und elektronische Zahlungssysteme, das machen wir nicht mehr, weil da können Sie beim Herrn Löhmann in diese Vorlesung elektronische Zahlungssysteme gehen und das dort lernen. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft, zwar vielleicht ein bisschen flott jetzt heute, aber den Stoff so weit durchzukriegen, wie Sie das Ganze brauchen. Ja gut, dann sehen wir uns zur Klausur und hoffen, dass wir alle bestehen werden. Das war die erste Frage. Dies würde das nur Taschenrechner, oder? Weil Sie haben in Vorlesung 6 gesagt, dass wir während der Prüfung was aus dem Buch abschreiben können. Habe ich irgendwann gesagt. Ja, aber es ist nur Taschenrechner. Ja, das muss ich zurücknehmen. Sorry, also. Es ist, Taschenrechner sind erlaubt, ja? Also gut, bringen Sie Ihren, aber keine programmierbaren, wichtig, ja? Also einen nicht programmierbaren Taschenrechner dürfen Sie mitbringen, das Buch nicht und das mache ich eigentlich in Ihrem Sinne, dass ich das Buch nicht erlaube. Weil wenn ich das Buch erlauben würde, dann könnte ich eigentlich nur mathematisch-algorithmische Fragen stellen und irgendwelche Wissensfragen, die könnten Sie einfach aus dem Buch abschreiben. Und so kann ich auch Wissensfragen stellen. Da kann ich fragen, was ist eine digitale Signatur oder wie authentifiziert man sich oder sowas. Ja. Ich glaube, das macht es Ihnen eher einfacher, als wenn wir nur Mathe machen würden in der Klausur. Ja. Die Folien? Die Folien gibt es auf der Webseite zu meinem Buch. Also wenn Sie über die DASI-Seite zur Webseite vom Buch gehen, da ist dann so ein Punkt Materialien für Dozenten und da können Sie die Folien runterladen. Ja? Genau. Ja, also ich kann denen, die jetzt noch nicht alle Übungen gemacht haben, nur empfehlen, das schnellstmöglich noch nachzuholen. Weil die Übungen sind natürlich eine wichtige Basis für die Klausur. Das ist klar, absolut wichtig. Ja. Sie können auch gern sich jetzt im Vorfeld der Klausur bei mir nochmal melden, wenn Sie irgendein Problem haben und nicht mehr weiterkommen. Wann ist eigentlich die Klausur? Weiß das jemand zufällig? Nächsten Donnerstag. Ah ja, das heißt, da haben Sie noch eine gute Woche Zeit. Also dann an die Arbeit, würde ich sagen. Gut. Ja, also viel Erfolg.